So, hallo Leute, ein kleines Update-Video, wie weit und inwiefern sich hier alles verändert hat. Es könnten die nächsten paar Videos kommen, wo ich nicht so großartigen Fortschritt mache. Dafür allerdings mit einem Kollegen aufnehme. Der ist nämlich hier vorne eingezogen, da sieht man schon so leicht angeteasert den Namen. Sein Zuhause werde ich euch jetzt erstmal nicht zeigen, solange er nicht online ist. Das machen wir dann zusammen. Ja, was hat sich getan? Okay, erstmal, ich habe vorhin diesen hier gebaut, den Advanced Inscriber. Ich weiß noch nicht, wie er funktioniert. Das werde ich gleich mal, oder was heißt gleich, demnächst mal testen müssen. Ich habe einen Drum gebaut aus einem bestimmten Grund. Für die, die meine alten Dinger Let's Plays kennen, die dürften den Drum kennen. Denn in diese Drum kann man Flüssigkeiten einführen. Eine. Sobald wir jetzt hier etwas Flüssigkeit einführen, dann nimmt die Drum eine andere Farbe an und dann kann nur die Flüssigkeit rein, die da schon drin war. Und dann halt 256.000 Millibuckets oder mit anderen Worten 256.000 Eimer können da rein. Wir könnten die theoretisch auch hier reinpacken und dann einfach so mit Flüssigkeiten befüllen. Was hat sich sonst noch... Achso, ja, mein Netherraum sieht ein bisschen ansehnlicher aus, allerdings wirklich nur ein bisschen. Da muss ich nochmal... Die Decke finde ich noch nicht toll. Mine ist Mine. Da hat sich nichts geändert. Ich habe mir ja überlegt, ich muss demnächst mal den Wizard töten. Ich habe da eine Sache gesehen, ich weiß. Hallo. Bin gerade aus Versehen auf F11 gekommen, entschuldigt. Das Spiel gerade aus Versehen den Fullscreen gemacht. Dann müsste gleich wiederkommen. Das Bild für euch. Ja. Bild. Okay. Ja, ich habe ja. Wir müssen den Wizard töten. Wir brauchen unbedingt so einen Wizard-Star. Wir brauchen sowieso noch dieses Ritual-Item. Wir müssen auch noch Unstable Ingots machen. Aber eins nacheinander. Wir können uns ja schon mal um die Wizard-Skelette im Endeffekt, also die Wizard-Kopf-Skelette kümmern. Denn wir können in diesem Modpack craften. Ich meine, im letzten ging es nicht. Das Coal-Pole ist natürlich kein Problem. Wir brauchen aber das hier. Das ist auch weniger das Problem. Dafür brauchen wir halt Papier und Potato Starch, was halt wohl Kartoffelstärke ist, so wie ich das verstanden habe. Kartoffelstärke ist auch kein Problem. Da können wir halt Kartoffeln einfach in den Pulverweiser legen. Was ein Problem für mich war, war die Melone. Von wegen, ja, scheiße, wo bekomme ich jetzt Melonen her? Die haben wir aber, glaube ich, bei unserer letzten Tour, als wir das Ende gesucht haben, gefunden. Ich habe dann hier unten jetzt auch so ein paar angebaut, die dann hier einfach wachsen. Momentan muss ich sie alle noch per Hand abbauen, weil ich immer noch nichts Automatisches für die Farmen habe. Das hat bei mir momentan einfach absolut keine Priorität, weil dieser eine Gang, den ich hier hin und wieder mal runter mache, geht. Also im Endeffekt, es ist fast der gleiche Aufbau wie oben. Hier fließt Wasser. Dann die Melonen-Seeds hier. Mit einem Schutz drüber, damit sie auf keinen Fall kaputt gehen können. Und dann hier halt Platz, wo die wachsen sollen. Hier fehlt theoretisch der Schutz. Aber egal. So, was hat sich sonst noch getan? Wir werden übrigens gleich die Ender-Kirby umbauen. Darum habe ich auch schon die Marks dabei. Ja, ich habe eine Wrench mittlerweile. Geil, wa? Ja, wichtigste Information des Tages. Mein ME-System ist ein bisschen umgebaut. Erstmal, ich habe den Pulverizer, ich sag mal, automatisiert. Und zwar bekommt der Pulverizer diese Ohre eingefügt. Übrigens, Capacity Card habe ich dafür gebaut. Ich kann es euch kurz zeigen, wie es gebaut wird. Wir brauchen für die Capacity Card einmal eine Basic Card. Dafür brauchen wir die Items. Das hier ist eine Calculation Prozessor, das heißt halt mit Quartz, Zetos Quartz. Dann können wir halt nochmal mit einem Charge Zetos Quartz die Capacity Cards machen. Diese erhöhen halt bestimmte Sachen, und zwar mit, normalerweise können wir in einem Export-Post nur ein Item einfügen. Mit einer Capacity Card können wir so ein Plus-Symbol einfügen, also insgesamt 5. Mit der zweiten können wir dann das komplette Feld, also 9 Sachen einfügen. Das gleiche ist dann hier drunter auch nochmal. Hier ist auch nochmal so ein Export-Bus, wenn man es sieht. Kann auch hier auf den Batteriestellen hier mit auch nochmal Items. Die werden halt da eingefügt, werden dann pulverisiert und werden dann zur linken Seite ausgegeben.
werden also in den Alloy Smelter gepackt, der mittlerweile einen Octadit-Kapazitator hat, damit er halt schneller ist und mehr Speicher hat. Man muss allerdings sagen, er ist trotzdem noch langsamer als der Pulverweiser. Der Pulverweiser ist mittlerweile in der Resonant-Version. Also nicht mehr diese Standard-Dingens, wie hier Basic. Nein, ist eben Resonant und hat von mir aus auch die Geschwindigkeits-Upgrades bekommen, die natürlich extrem viel Energie fressen. Aber ihn halt auch deutlich schneller machen. Ja, dann wird es halt hier geschmolzen und fließt dann von hier hinten aus wieder zurück ins ME-System. Oder von hier hinten aus, theoretisch glaube ich, erst wieder in die Truhe und dann ins ME-System oder so. Genau, weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und das ME-System selbst. Ich hatte ja hier die Ecke, diese Blöcke hier kommen auch noch weg. Dann muss ich noch gucken, wo ich die hinbaue. Ist halt auch alles ein bisschen gewandert. Und zwar, eine Seite hier die Gravity-Sache momentan. Ne, der Tesseract. Dann die Items, die hier, wo sie reingepumpt werden. Und dann folgen sie von hier aus ins ME-System. Die Batterie ist von da drunter nach davor gewandert, damit ich die Kabel schön an die Decke direkt verteilen konnte. Hier sind jetzt meine Festplatten. Und nochmal das Pattern Terminal, damit ich halt sehen kann, was drin ist. Der ME-Controller direkt da drüber. Mit verschiedenen Anschlüssen. Und zwar ist hier einmal der Anschluss momentan für das restliche Haus zuständig. Hier können also 32 Dinger dran. Da muss ich mal gucken. Das dürfte sogar schon relativ viel dran sein. Ich weiß gar nicht, ob der auch als 1 zählt. Ich glaube nicht. Aber da oben haben wir mindestens 2, 4 oder 5 oder sowas. Hier haben wir noch 2. Also da ist schon sehr viel dran an dieser Leitung. Dann hier Mülleimer. Mit 2 Exportbassen. Die halt auch voll sind momentan. Dann auf der Rückseite haben wir die Deep Storages. Man sieht jetzt auch vielleicht schon noch grob, wie der Aufbau, wo er hingehen soll. Also es sollen jetzt noch hier unten darunter 3 und dann hier auch noch 6 hinkommen. Und dann kann ich gegebenenfalls auf dieser Seite hier auch nochmal das gleiche aufbauen. Warte. 2, 4, 6, 12, 24. Nee, genau das gleiche geht nicht. Ich kann nur 32. An einer Seite machen. Müsste ich dann noch die linke oder die rechte Seite davon abzwacken, theoretisch. Wird theoretisch auch gehen. Was ist eben den neuen drin? Ich glaube, die anderen habt ihr ja gesehen. Hier ist jetzt momentan Kupfer drin. Ja, das war das ME-System. Festplatten hat sich nichts geändert. Das sind immer noch die gleichen von der Größe her. Hier unten haben wir mein XP-Ding mittlerweile. Das ist wieder oben. Ich war dabei, so ein bisschen die XP zu automatisieren. Hab da jetzt allerdings ein kleines Problem. Ich meine, diese Dinger konnte man früher auch aufeinander stapeln. Ich muss noch mal gucken, ob es doch nicht geht, weil so ist das echt scheiße. Was haben wir hier? Aua. Wir haben hier Autonomous Activator. Die haben vorne nochmal so ein... So, ja, man sieht, man weiß zumindest, was die Vorderseite ist. Kann man es von hier sehen? Ja, hier. So sieht die Vorderseite in etwa aus. Und zwar simuliert dieses Item das, was wir ihm sagen. Rechtsklick, Linksklick. Dann würde er theoretisch auch, also er macht einen Rechtsklick auf das Item, was vor ihm ist. Mit gegebenenfalls den Items, die hier drin sind. Das heißt, wenn wir hier eine Hau reinlegen, dürfte er theoretisch auch damit Rechtsklick machen, oder? Oder den Linksklick. Auf jeden Fall, können wir hier auch noch verschiedene Einstellungen, ob er jetzt ein zufälliges Item benutzen soll, ob er immer nur den ersten Slot nehmen soll oder halt im Kreis. Ist egal. Dann das Aim-Level oben, unten oder in der Mitte. Also ein Block da drüber, ein Block da drunter oder halt genau in der Mitte. Und dann halt, ob er dabei sneaken soll oder nicht, weil es ja gegebenenfalls auch andere Funktionen sind. Es hat ja zum Beispiel gerade zugeschlagen, das war nicht ich. Ich war nur gerade zu nah, weshalb ich das Item bekommen habe. Normalerweise sollte das Item jetzt da oben von dem Vakuumhopper aufgesaugt werden. So. Sollte dann zu einem der Autonomous Activator zurückgegeben werden, womit sie dann nochmal einen Rechtsklick machen. Und dann sollte die Erfahrungspunkte von dem hier aufgesaugt werden, die dann halt automatisch da hinten reinfliegen. So soll dieses Ding theoretisch funktionieren. Um so eine lange Schlange zu bauen, ist halt blöd für den Vakuumhopper. Da müsste ich hier mehrere Schlangen bauen. Eigentlich wäre so ein Viereck besser.
Da muss ich allerdings noch mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Ja, mein Reaktor ist gewachsen. Die Kühlflüssigkeit ist noch nicht perfekt darin verteilt. Das müssen wir noch ein bisschen anpassen. Den habe ich gerade erst größer gebaut. Gerade erst. Liefert deutlich mehr F in der Theorie. Momentan liefert er halt so gut wie gar nichts, weil hier alles auf Sparflamme läuft. Da die Ender-Query nicht arbeitet. Mein Ender-Query, genau, meine Query. Da sind jetzt momentan 6 Stäbe drin. Weil ich aus Versehen einen Stab zu viel gemacht habe. Sind da halt 6 drin, anstatt die geplanten 5. Sollte aber theoretisch auch funktionieren so. Jetzt werden wir Ender-Query umbauen. Die normale Query, wo wir merken, nicht die Ender-Query. Ich habe keine Ender-Query. Ja. Was habe ich noch? Ich habe das Pisten-Upgrade in meine Schuhe. Schon auf Stufe 2, das heißt, ich kann höher springen. Flippers habe ich auch drauf. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Sonst habe ich, glaube ich, nichts Neues. Doch, den Glider-Upgrade habe ich. Beziehungsweise, ich weiß mittlerweile, wie das Glider-Upgrade funktioniert. Ich kann es euch gleich zeigen. In der neuen Welt dann hier. Ah, und ich habe meine Dia-Spitzhacke verloren. Ich kann euch auch gleich zeigen, wo. So, und zwar können wir jetzt mit G den Gleiter aktivieren. Und wenn wir dann gleiten, ja, gleiten wir halt. Und zwar, hier steht meine neue Query. Habe ich hier halt runtergeguckt und dann aus Versehen Q gedrückt. Mit der Spitzhacke in der Hand. So, ungefähr so. Da das Öl ist und es den Wizard-Effekt auf einen macht, bin ich nicht hinterher gesprungen. Dafür ist mir dann das auch nicht so viel wert. Die Dia-Spitzhacke war halt schlichtweg eine Dia-Spitzhacke mit 30 Leveln oder ich glaube 34 Leveln insgesamt und ein Buch und ein Schleimhaufen. Also das waren die Ressourcen für die Spitzhacke, das war mir mein Leben allerdings nicht wert. Ja, das sieht doch schon mal schick aus hier. Wir haben hier anscheinend auch wieder irgendwo Wasser. Und ich würde sagen, die Query zieht weiter. Ich wollte gerade sagen, ich kann ich damit jetzt nicht abbauen. So. Wir durchlöchern hier einfach das ganze Gebiet, ey. Richtig asozial eigentlich. Ich habe auch schon den Kollegen angeboten, sobald er soweit ist oder so, kein Problem. Er kann halt auch gerne in dieser Welt, beziehungsweise man kann schauen, ob man nochmal eine neue Welt macht. Wo man farmen kann. Ich habe ja theoretisch auch noch diese Inselwelt. Die hat halt nur leider den Nachteil, dass es gar nicht so leicht ist, wahrscheinlich an der Oberfläche irgendwelche Dinge aufzubauen. Das war mir erstmal ein bisschen zu wenig. Ich erhöhe. Bis hierhin. Okay. Bin ich schräg gelaufen? Oder ist das schlichtweg zu weit? Geht doch da. Also das passt. Ist dicht. Da ist Ziege. Haben die doch begrenzte Reichweite? Verpiss dich! Der geht. Auch noch. 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 Wir gucken jetzt einfach, ob das wirklich begrenzte Reichweite hat.
Ja, das hat begrenzte Reichweite. Weiter geht's nicht. So weit geht's nur. Das heißt, ich werde jetzt... Das ist scheiße. Die Flüssigkeit müssen wir zubauen. Die hatte ich nämlich auch in dem anderen Loch. Ihr hört schon. Es verbrennt Items. Es verbrennt auch aus Fleisch gebaute Lebewesen. Zum Beispiel mich. Es ist halt schlichtweg scheiße, diese Flüssigkeit. Und die Quarry kann es nicht abbauen. Also die Quarry kann diese Flüssigkeit hier nicht abbauen. Daher einfach so schnell. Ich weiß auch gar nicht, was es ist. Ich müsste jetzt mal einen Eimer mitnehmen und die mal aufheben. Damit ich genau weiß, was es ist. Dann könnte ich vielleicht auch gucken, was man damit machen kann. Das ist ja sogar relativ wertvoll, dadurch, dass er halt so gefährlich ist. Ist Lava ja im Grunde genommen auch. Lava ist ja auch gut was wert. Okay. Dann wenn die bei uns da reinfließt, wie gesagt, dann ist aber... Hatte ich im anderen Loch und dann durfte ich da nachher reinspringen und die ganze Scheiße zubauen. Wer geht noch? Wahrscheinlich habe ich den anderen dadurch, dass ich die ausgehauen habe, ausgemacht. Da muss ich die andere gleich auch wieder anschalten. Hier geht er nicht mehr. Auch nicht. Auch nicht. Ups. Auch nicht. Hier geht er wieder. Bin ich ja mal gespannt, wie es ist, wenn man dann das maximale Feld abbaut, was die Dinger können. Im Grunde genommen könnten wir demnächst auch mal versuchen, eine Ender-Query zu erschaffen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Woran es scheitert. Bei einer Ender-Query. Ach komm schon. Problem an dieser Scheiße ist halt, hier siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Komm nicht euer Ernst. Scheiße ist denn hier? Wie tief ist das Loch vor allem? Ich finde es schade, dass Flüssigkeiten oben nicht angezeigt werden als Name. Zumindest wenn man die Quelle anguckt. Und immer nur die Blöcke da drunter, sag ich mal. Das erschreckt mich übrigens jedes Mal. Durch die Schuhe, seitdem ich das... Pisten-Upgrade habe, da ist irgendwas reingeflogen. Kann ich halt einen Block auch wieder hochlaufen. Ah, vielleicht zu. Und bedenkt, dass sie diese Folge erst... Geht nicht.
Bin ich schon zu weit? Ne, ich hab mich einfach komplett verrannt, so wie es aussieht. Von der Höhe her. Gerade hardcore verwirrt. Ich glaube, es ist das vollständig, oder? Ich hoffe, die Scheiße kommt hauptsächlich in der Oberfläche vor und ich habe nicht noch hier drunter irgendwo. Scheißfleck hier vorn. Die Enderquabby dürfte damit, glaube ich, kein Problem haben. Wir sollten also auf jeden Fall dieses Upgrade auf Dauer im Auge behalten. Die Enderquabby baut ja keine Blöcke ab, sie tauscht ja aus. Ist ja der Unterschied. Aber mit anderen Worten dürfte sie diese hier eigentlich sogar einfach ignorieren und dann drunter hoffentlich einfach weiter austauschen, oder? Mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich auch einfach deutlich performanter ist. Kann ich ja dann machen, sobald ich eine neue Farmwelt habe, dann überlasse ich diese hier der Allgemeinschaft. Weißt du, alle sofort durchlöchern. Ja, könnte haben, brauche ich nicht mehr. Das Holz mache ich mir keine Sorgen, das kommt nachher alles wieder. Das wird nachher einfach abgebaut. So, da der. Auch nochmal diese Kacke, ey. Einfach zubauen, auch wenn hier jetzt gleich nicht die Quarry arbeitet, aber ich hasse dieses Zeug. Weil ich total wertvoll und ich verstehe hier gerade mehr oder weniger. Das Jahrhundert. Jahrhundertflüssigkeit. Einfach total selten ist und total wertvoll. Barry. 21 Chance will be loaded. So. Kiste. Dann den. Item Conduit. So. Alles in der Richtigkeit hier haben. Und let's go. Wir laufen natürlich nochmal den Rand entlang, um unsere Fackeln wieder einzusammeln. Der reißt jetzt hier eh erstmal die Bäume ab. Hier noch in der Mitte stehen und die Blätter. Fackel 1. Ich weiß gar nicht, ob ich euch überhaupt schon mal gezeigt habe, wie die so eine Kirby arbeitet. Wenn ihr mal eben hier ein bisschen mithelfen. Die jetzt hier gleich schnell anfängt zu bauen. Wasser ist hier in Ordnung. Wasser sollte am besten sogar in so einem Quarry-Loch sein. Damit, wenn halt unten irgendwo Lava ist, das Wasser halt automatisch diese Lava löscht. Man sollte nur aufpassen, dass keine Cobblestone-Farm dabei entsteht. Sonst habt ihr nachher sehr viel Cobblestone. Und die Quarry arbeitet halt unendlich lang. Also, ich habe schon alle meine Fackeln wieder. Ich hab sie schon alle wieder.
Mich wundert, das geht alles zu mir nach Hause. Ins ME-System. Von daher kann man es halt, kann ich es halt auch einfach da reinknallen. Sieht so geil aus. Ach komm. Scheiß auf Silvester. Beziehungsweise wenn diese Folge kommt, ist Silvester ja sogar schon vorbei. Ich nehme die gerade am 30.12. auf. Der Fehler funktioniert halt im Grunde genommen genau andersrum. Los, beweg dich noch. The fuck soll das denn heißen? so viel braucht er nicht mehr. Ich will euch halt einfach mal schlichtweg zeigen, wie es dann aussieht, wenn er den Rahmen und so aufbaut. Ich glaube, das hatten wir ja beim letzten Mal gar nicht. Da baut er jetzt gerade den Rahmen auf. Man sieht es gerade unten. Der hakt die Bäume halt nicht komplett ab, nämlich nur so weit, dass er halt in diesem Gitter fertig ist. Der braucht es halt nicht komplett abbauen. Übrigens, man hat es jetzt ganz leicht vielleicht gesehen, ich weiß nicht, ob man drauf YouTube erkennt, da flogen auch so kleine orangene Blöcke. So ganz kleine, genau wie die roten gerade. Und sobald er den Rahmen fertig hat, müsste er auch eigentlich direkt losstarten. Weil jetzt. Da ist er. Arbeitet gerade anscheinend da hinten. Da kommt er. Das ist schon geil. Ja gut, dann lassen wir den mal arbeiten. Wird der so schnell rausgepumpt? What the heck? Und gehen dann mal weiter. Oder was heißt weiter? Wir gehen zurück. In Spawn. Ender Query. Also, Ziele, die ich auf jeden Fall noch habe, ich möchte ein bisschen mehr mit Dragonium machen, vor allem die Rüstung will ich mir auf Dauer bauen. Dafür müssen wir am besten ins End, wenn ich es richtig verstanden habe, da gibt es am meisten davon. Dafür müssen wir den Enderdrachen natürlich erledigen. Bevor ich das allerdings mache, würde ich gerne den Wither erledigen, damit wir zumindest schon mal diese Nether Stars haben und ich dann halt das Fliegen erlangen kann. Wir müssen sowieso auch Wizards auf Dauer erledigen für fürs End. Also fürs Dragonium. Oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Ihr wisst doch, was ich meine. Was müssen wir sonst noch? Also Wizard müssen wir sehr, sehr oft töten. Ja, Ender Query. Ender Query wäre vielleicht sogar noch das Realistischste, was wir jetzt machen könnten. Demnächst machen könnten. So, du musst jetzt gleich mehr powern. Er verliert zumindest noch. Er dürfte also immer noch höher gehen. Obwohl er sich anscheinend auf 670 so einpinnt. Ja, aber er verliert ganz klar. Er dürfte also auf Dauer noch höher gehen. Wir schauen doch mal eben. Ender Query. Da. Ihr Spitzhacke ist kein Problem. Sapling ist auch kein Problem. Ender Infuse ist auch kein Problem. Ender Core. Diese vier Blöcke sind kein Problem. Die im Grunde genommen auch. Ich. 1, 2, 3, 4, 8 Stück. 8 Stück könnte vielleicht sogar problematisch werden. Burnt Quartz. Sollte kein Problem sein, müsste ich nur mal erfarmen. Sollte auch kein Problem sein. Das sollte auch kein Problem sein. Also im Grunde genommen könnten wir eine Ender Query bauen. Aber man braucht, glaube ich, noch irgendwas anderes. Ich müsste sowieso erstmal nachgucken, was man noch braucht. Weil er braucht erstmal so anderes Stäbchen. Extra Utilities.
Lass mal schauen, weil man braucht diese Stäbchen zum Beispiel. Dafür brauchen wir erstmal ein QED. QED ist der hier. Den bräuchten wir also auch noch, damit wir diese kleinen Dinger da machen können. Um den QED mit Strom zu versorgen, brauchen wir, glaube ich, den hier auch noch. Ich meine, das war die Stromquelle für den QED. Damit das funktionierte. Also wir brauchen sowieso noch ein paar andere Items. Übrigens, das hier braucht man für die Warm. Das hier ist im Grunde genommen alles Eisen. Schlichtweg. So, Magnum Torch, die ist auch geil. Soll, soweit ich weiß, heilen und Gegner abhalten oder sowas. Einmal haben wir ja auch schon Ender Lily Seeds. Die sind auch geil. Die findet man aber, glaube ich, auch nur am Ende. Hold in Old Dungeon, ja, oder alten Dungeon. Also, die wachsen sehr langsam und bekommen dann hin und wieder mal so eine, wie heißt das? Enderperle oben drauf. Auch sehr geil. Für eine kleine Enderfarm. Exotilities sowieso. Peaceful Table. Keine Ahnung, was der macht. This is for those who wish to play on Peaceful Difficulty, but still want access to Mob Drops. Okay. Wir spielen nicht auf Peaceful, ist somit also interessant. Hier, den brauchen wir auch noch. Der ist doch ganz wichtig, damit wir an die Unstable Ingots kommen. Damit wir dann später an diese Dinger hier kommen. Da wäre auch noch dann erreichbar. Keine Ahnung, was Goldene Lasso bringt. Gar nicht so teuer. Ja, den müssen wir erstmal holen. Kann in Dungeon Chests gefunden werden. Also ich weiß, ich hatte... Ich hatte das Ding früher en masse. Also wirklich on bus. Mittlerweile habe ich es leider gar nicht. Division Siegel. Ich kann ja mal, oder? Ich meine, ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat ja meine Ender, meine Kirby das mal abgebaut. Die würde die Items ja aufsaugen. Hier ist der. Ja. Okay. Ich danke euch fürs Zusehen, jetzt seid ihr so ein bisschen auf dem Laufenden. Vielleicht... Achso, ich habe es euch hier draußen noch gar nicht gesagt, ne? Ein Boss. In sich. Außersehen. Egal, das Ding wächst wie sonst was. Auf die Barrikaden gehen. Ach, da hat der Enderman den Block geklaut. Ich hab mal einen Enderman mit einem Block, mit einem Erdblock in der Hand und ich dachte mir schon, wo hat er den hergeklaut? Jetzt weiß ich so. Ja, einfach Bambus. Weil es geht. Hier ein neues Schild, weil ein Creeper mein altes kaputt gesprengt hat. Ich habe halt diese Dinger hier angepflanzt. Und dann hier so leicht versetzt. Was ist das eigentlich für eine komische Erde? Soul. Fuck. Stand ich hier so leicht versetzt, auf einmal kam von hier so ein Creeper, pst, boom! Ja, Schild war im Arsch. Muss ich ein neues bauen. Egal. Okay. Also aber wirklich, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.